befinde mich heute im Fußballmuseum in Dortmund. Heute Abend gibt es eine Podiumsdiskussion. Das ist ein Aktionstag für mentale Gesundheit. Wir freuen uns total, heute hier im Deutschen Fußballmuseum zu sein und gemeinsam etwas zum Thema seelische Gesundheit beizutragen. Dabei bekommen wir die Möglichkeit, zwei Projekte, die wir in unserer täglichen Stiftungsarbeit durchführen, auch direkt den Gästen des Fußballmuseums zu zeigen. Das ist einmal das Projekt Impression Depression, eine Virtual Reality Erfahrung. Und dann haben wir auch die Vortragsreihe, die wir in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Vereine durchführen. Impression Depression ist ein Projekt der Robert-Enke-Stiftung, eine Virtual Reality-Erfahrung, die Nicht-Betroffenen einer Depression eine mögliche Facette einer Depression durch eine VR-Brille aufzeigen. Man startet hier bei uns in der ersten Phase, in der Einleitungsphase. Dort wird ein Stück weit die Stiftung vorgestellt, das Krankheitsbild wird vorgestellt und im Nachgang geht man in die VR-Erfahrung, durchlebt eine mögliche Facette einer Depression und hinterher setzt man sich zusammen und probiert in der Reflexionsphase, in der dritten Phase, in einem offenen Austausch gemeinsam über dieses Thema zu sprechen und dadurch probiert man eine gewisse Sensibilisierung zu erzielen. Das ist ein Herzensprojekt von mir, um einfach Einblick in die Krankheit Depression zu geben. Wir haben lange daran gearbeitet, zusammen mit Psychologen, Psychiatern, aber auch mit den Erfahrungen und den Schilderungen von Robert. Es sind nur Facetten, die die Krankheit zeigen, aber trotzdem soll es die Sensibilisierung schaffen, damit Angehörige, Nicht-Betroffene und Freunde, Familie besser die Krankheit verstehen. Heute waren hier tagsüber 160 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen aus der Region. Es sind Gespräche miteinander in Gang gekommen, Workshops durchgeführt worden und heute Abend mündet das Ganze in einer öffentlichen Veranstaltung, wo Theresa Enke, Ronny Reng und Martin Amedick nochmal da sind und jedermann eingeladen ist und wir über die Themen der Stiftung nochmal speziell sprechen wollen. Die Idee dieser Vorträge ist, nicht hochwissenschaftlich über Depressionen zu reden, sondern auf menschlich verständliche Art den Leuten zu erklären, wie fühlt sich das an, wenn du Depressionen hast und auch zu erklären, was sind Depressionen nicht. Denn die meisten Leute haben, so wie ich vor Roberts Tod, ein ziemlich vages Verständnis von Depressionen. Die denken so, ja, da ist man irgendwie traurig. Und das zu präzisieren, den Leuten klarzumachen, das ist keine Schwächephase, sondern es ist tatsächlich eine Krankheit. In dem Moment funktioniert dein Stoffwechsel nicht im Kopf und du bist dem ausgeliefert. Ich möchte vor allem helfen, ja, aufklären bezüglich der Erkrankung Depression und auch wie Angehörige vielleicht damit umgehen können. Und auch durch das Feedback der Vorträge, durch Fragestellungen, aber auch positives Feedback nach den Vorträgen, merke ich, dass es da schon eine gute Sache ist und man auch dem einen oder anderen da sehr gut helfen kann.